und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Heute haben wir auf dem Plan den Edelflieder Syringa vulgaris und dann gibt es da verschiedene Sorten. Hier haben wir ein Riesenexemplar, zwischen 30 und 35 Jahre ist er schon alt. Syringa vulgaris, Andenken an Ludwig Späth, eine wirklich legendäre Sorte mit der farbintensivsten Blüte, eigentlich von allen Syringa vulgaris Sorten. Sie bezaubert im Mai mit ihrem tollen Duft. Man kennt es vielleicht, zum Muttertag schneidet man der Mutter einen Blumenstrauß und bringt den Duft in das Wohnzimmer oder in das Esszimmer. Also wirklich eine legendäre Pflanze. Die Hauptblütezeit ist im Frühsommer, so im Mai herum, je nach Witterung. Und es gibt verschiedene Formen, also Wuchsformen von dem Syringa vulgaris. Der Klassiker, so wie hier, ist ein strauchgezogenes Exemplar, also von unten verzweigt, das auch gut und gerne so 4 bis 6 Meter hoch und 4 bis 5 Meter breit werden kann. Es gibt mittlerweile aber schon auch Halbstämme, sogar in unterschiedlichen Stammlängen. Der Stamm wächst nicht mehr in der Länge, also je nachdem, auf welche Höhe er veredelt wird, wächst dann nur die Krone. Es gibt, wie gesagt, Halbstämme, so bei 1 Meter, 1,50 Meter Länge. Es gibt aber mittlerweile auch schon Hochstämme, also mit 1,80 Meter bis 2 Meter Länge. Wie gesagt, der Stamm, der wächst nicht mehr, nur halt die Krone wird dann üppiger. Man kann einen Hochstamm sogar auch als Hausbaum verwenden. Es ist immer ganz nett, wenn man ein Bäumchen an ein Haus pflanzt, so ein bisschen als Beschützer. Und da eignet sich dieser Syringa vulgaris auf jeden Fall dafür. Er liebt leicht kalkhaltige Böden, die aber durchlässig sein sollen, humus- und nährstoffreich, damit er jedes Jahr seine opulente Blüte ausbilden kann. Verwendet kann er gut in Bauerngärten, dafür ist er ein Klassiker. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel in einer lockeren Hecke. Als lockere Hecke kann man sie pflanzen oder auch in einer gemischten Hecke integrieren, so als Blütenhecke und eher dann als Highlight dazwischen. Es summt und brummt hier, also jedenfalls auch nicht zu vergessen, dass es ein Bienennährgehölz ist. Es sind ganz viele Insekten hier, auch Schmetterlinge habe ich schon gesehen. Es gibt verschiedene Sorten, also Farben von diesem Syringa vulgaris und es sieht immer ganz nett aus, wenn man 2 verschiedene oder sogar 3 verschiedene zusammenpflanzt. Also hier den Andenken an Ludwig Späth. Als dunklen Farbgeber kann man mit Madame Limonade, das ist eine weißblühende Sorte, und die stehen dann ganz toll im Kontrast. Er duftet wirklich herrlich. Ich würde noch so ein bisschen jetzt in die Sorten einsteigen, damit ihr so ein bisschen einen Leitfaden habt, welche Farbe ihr euch in den Garten setzen könnt. Also hier ein ganz tolles Exemplar von dem Andenken an Ludwig Späth. Er blüht halt dunkel lila. Im Blühverlauf wird er so ein bisschen silbrig. Dann gibt es noch den Sensation. Er ist ähnlich gefärbt wie der Andenken an Ludwig Späth, hat aber eine weiße Umrandung, also in Richtung zweifarbig ein bisschen. Michel Buchner und Charles Jolly sind eigentlich die Klassiker für so richtig, wie man sich einen Flieder Farbe vorstellt, also wenn man in den Tuschkasten geht, ich sag mal ein bisschen weiß, ein bisschen blau, ein bisschen rosa, so der typische Fliederton. Dann gibt es Madame Limonade, das ist eine weiße Syringa-Sorte. Primrose ist richtig so ein bisschen Vanillefarben, also so Elfenbein-Vanillefarben, weiß, gelblich ein bisschen. Mein persönlicher Favorit ist die Schöne aus Moskau. Sie ist eher rosa gefärbt, wenn sie noch knospig ist. Und wenn die Blüten aufgehen, ist es gefüllt und weiß. Und im Blühverlauf hat sie dann so ein bisschen eine zweifarbige Blüte. Wir sind jetzt zu Besuch bei einer befreundeten Baumschule. Die hat hier Syringa solitär auf dem Freiland wachsend. Und jetzt über die Sommermonate wachsen sie wieder zu einem kräftigen Strauch heran und dann in der Vegetationsruhe, also sprich ab, ich sag mal, Oktober, je nach Witterung, bis in den Mai hinein, April, Mai, können die Pflanzen in einem Winterschlaf mit Ballen aus der gewachsenen Erde entnommen werden und dann als solitär, so bezeichnet man diesen vielverzweigten Strauch, kann dann so versendet werden, dass man halt nicht als Jungpflanze anfängt, sondern gleich eine opulente Solitärpflanze im Garten stehen hat. Ich möchte noch so ein bisschen ein heikles Thema ansprechen, das ist der Rückschnitt.
der sehr, sehr wichtig ist bei einem Syringa vulgaris, egal welche Sorte. Und zwar geht es da um einen buschigen Wuchs, weil der Syringa einfach dazu neigt, von unten zu verkahlen. Ein Rückschnitt nimmt die Pflanze zurück, dass sie von unten buschig bleibt, dass auch in den tieferen Höhen Blüten ausgebildet werden. Und auf jeden Fall ist das auch wichtig, dass wir jetzt die verblühten Blütenkerzen herausschneiden, weil die Pflanze würde jetzt im Nachhinein dann die Samenkapseln ausbilden und das kostet der Pflanze einfach sehr viel Kraft, diese Saat zu produzieren. Und wir wollen ja nicht aussehen, sondern wir haben den Flieder ja wegen der Blüte im Garten. Insofern ist das halt für uns nicht wichtig, die Saat, und die kostet der Pflanze sehr viel Kraft und die schneiden wir dann raus, also die verblühte Blüte schneiden wir raus, damit sie erst keine Samen bildet. Jetzt kommt die Frage, wie wir diese Pflanze schneiden. Da geht es einfach darum, Totholz auf jeden Fall zu entfernen, weil Totholz ist immer ein Nachteil für eine Pflanze. Es gibt zum Beispiel die Rotpustelerkrankung, das ist eine Pilzkrankheit, die gerne sich in Totholz hineinsetzt. Und wenn die sich da richtig wohlfühlt, geht sie sogar in gesundes Holz über. Und dem vorzubeugen, würde ich auf jeden Fall immer das Totholz rausschneiden. Wenn die Blüten unansehnlich geworden sind, sprich wenn sie braun geworden und trocken sind, dann sollte man diese Blütenkerzen rausschneiden, die Seitenverzweigung auf jeden Fall stehen lassen, weil an der letzten, also an der Terminalknospe jedes frischen Triebes wird im Herbst die Knospe gebildet, die dann im darauffolgenden Frühjahr wieder blüht. Ich möchte das gerne nochmal in der Nahaufnahme zeigen. Also hier sieht man sehr schön, die Blüte ist eigentlich schon durch. Sie ist schon leicht eingetrocknet, bisschen unansehnlich, aber es hat sich schon sehr schönes Seitenholz hier gebildet. Und auf dieser Knospe entwickelt sich dann im Sommer, also im Spätsommer, so August, September, bildet sich die nächste Knospe für die Blüte im nächsten Jahr. Und um dieser Pflanze zu helfen, damit sie keine Samenkapseln bildet, würde ich diese Blüte hier an der Basis entfernen. Einfach abschneiden, dass die Pflanze dann hier drei neue Triebe ausbildet und darauf jeweils dann die Knospe fürs nächste Jahr bildet. Dieses ist die Terminalknospe und die bildet sich dann jetzt im Spätsommer aus als Blütenknospe, um im nächsten Jahr, im Frühjahr, dann wieder zu blühen. Kommen wir zur nächsten Frage. Wann ist der beste Schnitt? Also direkt nach der Blüte, das wäre dann Ende Mai, Anfang Juni, je nach Witterung, würde ich schon mal den Blütenschnitt vornehmen, damit die Pflanze auch wieder genug Kraft hat, um die nächste Blüte vorzubereiten in der obersten Knospe. Ich werde sehr oft gefragt, Ruth, warum blühen meine Flieder nicht? Und da gibt es halt sehr wichtige Punkte, die man da abgleichen kann. Zum einen ein falscher Rückschnitt, zu radikal. Also das heißt, wenn man jetzt so einen Strauch auf Kniehöhe zurückschneiden würde, dann hat sie halt nicht genügend Potenzial und nicht genügend Terminalknospen, wo sie halt ihre Blüte fürs nächste Jahr ausbilden kann. Das ist der eine Grund und auf jeden Fall auch der Zeitpunkt. Also wenn die Blüten verblüht sind, dann auf jeden Fall den Korrekturschnitt, den Schönheitsschnitt vornehmen. Einfach, dass die Pflanze dann noch genügend Zeit hat, die Blütenknospen zu bilden für das nächste Jahr. Wenn ich jetzt im Herbst schneiden würde, dann würde ich diese gebildeten Blütenknospen abschneiden und dann wundert man sich, warum er im nächsten Frühjahr nicht bildet. Auf jeden Fall auch so ein bisschen die Ansprüche nochmal abklären. Der Syringa sollte auf jeden Fall ein sonniges Plätzchen haben. Je halbschattiger es ist, desto weniger Blüten bildet er. Auf die Bodenverhältnisse achten. Es sollte ein humoser, leicht kalkhaltiger Boden sein und auf gar keinen Fall Staunässe. Also, dass doch ein guter Wasserabzug ist. Und dann, um der Pflanze noch das Beste zu ermöglichen, direkt vor der Blüte, also im März, April, dass der Dünger noch ein bisschen Zeit hat, um zu laufen und für die Pflanze zur Verfügung zu stehen, sollte man im März, April noch eine Grunddüngung machen,
bestenfalls die Pflanze noch ein bisschen gießen, weil Blüte einfach sehr viel Wasser verbraucht und das müssen wir ihr dann künstlich zur Verfügung geben. Wenn euch der Kanal gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Bei weiteren Fragen, egal ob Outdoor-Pflanzen oder Indoor-Pflanzen, gern an die meistersprechstunde@pflanzmich.de oder gleich unter die Kommentare schreiben. Bis dahin eine schöne Gartenzeit!